ihr Lieben, ich habe heute mal ein Video für euch, in dem ich über Bücher spreche. Wow, die Erkenntnis des Tages. Aber speziell geht es heute um Klassiker, also jetzt nicht unbedingt um die neuesten Werke der Bestsellerlisten, sondern eben eher etwas ältere, beziehungsweise halt eben typische Klassiker, von denen ich sagen würde, dass sie für Anfänger gut geeignet sind. Weil ich kenne es von mir, ich habe zwar Germanistik und auch Skandinavistik studiert, dazu gibt es übrigens auch Videos auf diesem Kanal, also über die Literatur, also die Bücher, die ich dort gelesen habe, also schaut da gerne mal vorbei. Davor, also als ich noch in der Schule war zum Beispiel, habe ich immer Klassiker lesen wollen, aber ich wusste nie so, okay, welchen soll ich jetzt lesen, der jetzt nicht so mega krass fancy geschrieben ist, dass man es nicht blickt, sondern einfach gut verständliche Werke, die aber trotzdem lesenswert sind. Ja, und deswegen dachte ich, ich habe heute mal drei Klassiker für euch, die ihr lesen könnt, wenn ihr noch nicht so viel Klassiker gelesen habt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die auf jeden Fall mehr oder weniger einfach und verständlich sind und auch cool sind und teilweise mein Leben sogar verändert haben. Deswegen starten wir doch mal direkt. Als allererstes habe ich einen Klassiker aus dem skandinavischen Bereich und zwar ist es Hunger von Knut Hamsun. Und das Buch ist auch nicht so mega dick, also es hat circa 230 Seiten, ein bisschen weniger, glaube ich sogar. Und ja, es geht, also es ist keine Handlung im eigentlichen Sinne, so mit Anfang, Mittelteil, Schlussteil und ne, sondern es ist eher eine Schilderung von einem Leben bzw. einer Lebenssituation. Es geht um einen Mann, der quasi arm ist. Er hat zerlumpte Klamotten und er hat einfach nichts mehr im Leben und ist quasi obdachlos und hat demnach auch sehr viel Hunger. Und es wird einfach geschildert, wie er so seine Tage verbringt, wie er lebt, wie er mit dieser Situation klarkommt und im Fokus steht dann eben auch dieses krasse Hungergefühl. Und dieser Roman ist einfach so heftig geschrieben, also man bekommt so Gänsehaut, wenn man eben liest, wie über dieses Hungergefühl gesprochen wird teilweise. Es gab eine Szene in dem Buch, die mich einfach so richtig, ich war richtig schockiert, als ich es gelesen habe, weil es sich einfach so echt angefühlt hat, also als ob ich selber dieses Gefühl habe. Und ich finde, wenn man das so schreiben kann, das ist wirklich eine Kunst. Und danach hat sich mein Leben auch so ein bisschen verändert, also jetzt nicht so mega krass, aber ich habe schon so ein bisschen eine andere Sicht bekommen. Ich fand es einfach so heftig, wie das beschrieben war und ich finde, dass es wirklich jeder gelesen haben sollte, weil es ist echt nicht schwer geschrieben, also es ist total einfach eigentlich. Also man kann sich das echt gut durchlesen, es ist wirklich kein Heckmeck, aber es hat eine wirklich krasse Aussage. Dann habe ich ein wunderbares Reklambüchlein, das ja von den meisten Menschen gehasst ist, weil man damit in der Schule die ganze Zeit konfrontiert wird. Und zwar geht es um Heinrich von Kleist und sein Werk Die Verlobung in Santo Domingo. Beziehungsweise hier sind noch zwei andere Werke drin, und zwar das Bettelweib von Locarno und Der Findling. Aber die sind eher sehr, sehr kurz. Und das Hauptwerk ist eben Die Verlobung. Und ich habe das Werk, also ich habe es im ersten Semester, musste ich es für eine Klausur lesen, soweit ich weiß, glaube ich, ja. Und dann nochmal im dritten Semester oder sowas, wo ich dann auch eine Hausarbeit darüber geschrieben habe. Und beim zweiten oder dritten Mal lesen erst, habe ich erst so alles ein bisschen reflektiert und irgendwie cooler gefunden. Und ich finde, dass es echt was ist, was man sich erstens gut durchlesen kann, weil es wirklich nicht so schwer geschrieben ist. Und ich finde die Story irgendwie cool. Hier geht es um zwei junge Menschen und deren Schicksal während des Befreiungskriegs und um sehr viel Rassismus und auch um Diskriminierung, eben aufgrund der Hautfarbe und sowas. Und ich weiß nicht, ich fand es ziemlich, ziemlich cool. Ich will nicht so viel verraten, weil dann, weiß nicht, ich bei Klassikern will ich lieber zu wenig verraten. Oder gar nichts verraten, so.
Aber ich fand es auf jeden Fall total cool und ich lese es immer wieder gerne, weil man kann es auch echt schnell lesen. Also es sind nicht so viele Seiten, das hat man locker in 1-2 Stunden durch. Und ich finde, es lohnt sich wirklich. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit Klassikern anfangen wollt. Das nächste Werk ist mehr so eine Art Sammelband, und zwar die Erzählungen von Franz Kafka. Und die meisten werden jetzt vielleicht sagen, oh mein Gott, Kafka, nein, bloß nicht. Aber wenn man Kafka eine Chance gibt, ist es eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Der Prozess ist auch genial, aber ich finde, für Einsteiger finde ich eher so ein Erzählungsband einfacher, weil da eben auch sehr, sehr viele Geschichten dabei sind, die teilweise nur so eine Seite oder zwei Seiten lang sind und oder teilweise sogar noch kürzer. Also das hier zum Beispiel ist eine Seite, ein bisschen mehr, aber ungefähr. Und ja, oder hier so eine Länge. Und das ist halt einfach echt ziemlich, ziemlich cool, weil man das auch mal gut so zwischendurch lesen kann. Und es sind echt geile Sachen dabei, Leute. Also ich liebe Kafka. Kafka und Goethe sind meine absoluten Favorites. Und Kafka ist wirklich, ich liebe Kafka so, so sehr. Ich habe natürlich noch nicht alle Erzählungen daraus gelesen, aber welche ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist In der Strafkolonie. Das ist echt eine coole Sache, total krank und gestört, aber ziemlich, ziemlich cool. Ich habe darüber auch meine Hausarbeit geschrieben, deswegen habe ich mich damit sehr, sehr eingehend befasst. Aber es ist richtig krass und richtig, what, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, das wären jetzt die drei Klassiker, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr so ein bisschen mal in dieses ganze Ding einsteigen wollt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Klassiker ihr schon so gelesen habt und welche ihr so empfehlen könnt. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren, weil ich ja auch noch nicht alle von der ganzen Welt gelesen habe. Abonniert diesen Kanal auch sehr, sehr gerne für weitere Videos zu Geschichten im Allgemeinen und auch zu Büchern und so. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!